Wir waren wieder mal mit Kamera und Mikrofon für Sie unterwegs. Diesmal wieder mal auf dem Weihnachtsmarkt in Sandersdorf. Sie wissen ja, der Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt mit der größten Promi-Dichte. Zu Gast, wenn Sie das Gesicht sehen und natürlich die Stimme hören, Cici Anderson. Wir sprachen mit dem Ausnahmekünstler. Das ist ganz, ganz toll, dass wir uns wieder mal melden dürfen vom wunderschönen Weihnachtsmarkt in Sandersdorf. Wir sind wieder da und die wissen ja, wenn wir da sind, gibt es immer Prominente vor der Kamera. Wir begrüßen ganz herzlich Cici Anderson. Hallo. Hallo. Und wir haben natürlich gehört, er hat einen kleinen Unfall gehabt, der steht aber hier und singt heute hier. Er hat einen ganz normalen Bandscheibenvorfall gehabt, sowas war's. Weil wird ja diskutiert, ja, hat ja jeder zweite Deutsche. Ist da wieder alles gut jetzt oder nicht? Ja, ist alles soweit gut. Ich bin operiert worden, nicht an der Bandscheibe, sondern am Spinalkanal. Stenose heißt das. Und da bin ich in München operiert worden. Und naja, es ist jetzt 4 Wochen her. Es drückt noch ein bisschen, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Jetzt, und dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Und Sie wissen ja zu Hause, Bandscheibe hat nichts mit der Stimme zu tun. Die Stimme ist immer da und immer top. Was gibt's denn Neues? Ach Gott, ich bin gerade dabei, ein neues Album zu basteln, Songs zu schreiben. Nächstes Jahr gehen wir, also Anfang des Jahres, gehen wir ins Studio. Ich hoffe, dass ich es schaffe, bis zum Sommer ein neues Album zu bringen. Ansonsten, wenn es sich verzögern sollte, dann wird es dann im Herbst passieren. Und da werden wieder schöne 14, 15 Titel zu hören sein. Und ich bin Silvester, wenn Sie Lust und Laune haben, im Silvester Musikantenstadel mit der Francine Jordi. Ja. Der heißt ja nicht mehr jetzt Stadel, aber ich glaube, ich befürchte, dass es der letzte ist. Und da darf ich dabei sein in Linz. Und werde das gleich in Österreich auch ein paar Tage Urlaub ranhängen. Das macht er richtig, denn man soll ja den Stress nicht zu sehr aufbauen lassen. Man soll immer ein bisschen runterfahren, gerade zu den Feiertagen. Wir haben jetzt natürlich eine wichtige Frage. Was hören denn die Sandersdorfer heute? Natürlich hören Sie meine großen Hits, also Mädchen, Mädchen, Sommernacht in Rom, Am Weißen Strand von San Angelo, dann Sterne von Rom, Küss mich in den Himmel, Weiße Rosen schenke ich dir. Vielleicht, wenn ich, wenn die Menschen das hören wollen, dann werde ich natürlich logischerweise, was sich hier natürlich anbietet, noch ein Weihnachtslied machen, vielleicht Haichi Bumbaichi, was ich sehr schön finde. Und ja, wenn man da runter schaut, da sieht man ja schon, da sind ja schon fast 1000 Menschen, die da stehen. Ja. Also das wird wirklich sehr schön, ich freue mich. Ich habe noch ein bisschen Lampenfieber, aber ich hoffe, das geht jetzt gleich vorbei. Das geht gleich vorbei. Wir freuen uns auf Bilder mit Cici Anderson. War der denn schon mal ein bisschen gucken in Sandersdorf oder habt ihr nur so vom Auto gesehen? Nein, ich bin nur vom Auto. Der Chef hier, Michael hat mich abgeholt und am Ortseingang sind wir einmal hier um die Ecke gefahren, hat mich dann hier platziert. Dann gab es ein wunderbares Rostbratwürstchen, ein Thüringer. Schön. Und einen Schluck Bier und jetzt geht's gleich auf die Bühne und wie heißt das Mädel eigentlich, die da singt? Das wissen wir noch nicht, das kriegen wir aber raus. Wie heißt das Mädel? Cici Anderson hat mich gefragt, wer hier unten singt. Jetzt müssen wir das natürlich auch erstmal erklären. Wer bist du denn? Ich bin die Sandra aus Sandersdorf. Wunderbar. Und wie lange machst du denn schon Musik? Oh, ich mache das schon seitdem ich 4 bin. Ich bin jetzt 28, also man kann sich das ausrechnen. Ganz toll, da wird noch was draus. Ja. Die Stimme hören wir garantiert noch mal wieder. Dankeschön, freue ich mich. Die Kollegin singt sehr gut. Sehr schön. Fällt mir gut. Wir haben ja nur tolle Künstler, muss ich sagen. Also der Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten, nicht der größte, aber einer der tollsten. Und die Sandersdorfer werden verwöhnt, weil nämlich gemeinsam mit den Firmen dafür gesorgt wird, dass Sie zum Beispiel, lieber Cici Anderson, hierher kommen dürfen. Und wir freuen uns auf die schönen Bilder, die wir jetzt für Sie aufnehmen. Und da wünschen wir Ihnen viel Spaß. Lieber Cici, schöne Weihnachten, alles Liebe. Ein paar Infos zum Interpreten. Künstlername Cici Anderson, bürgerlicher Name Gerd Grabowski, geboren am 4. Dezember in Eschwege, Sternzeichen Schütze, berufliche Ausbildung Elektriker, Beruf Schlagersänger, Musiker, Texter, Komponist, Familienstand verheiratet mit Monika, Söhne Philipp und Sven, in Jeans und lockerer Kleidung.
fühlt er sich am wohlsten. Er trinkt gerne Cappuccino und isst gern ein Stück Torte dazu. Er liebt schönes Wetter, gute Laune und jede Art von Musik. Die Hobbys von Gigi Anderson: Billard, Kartenspielen, Fußball, Formel 1, Tennis und Schwimmen. Gigi Anderson gehört zu den wenigen Glückspilzen in der Musikszene, die über das buchstäbliche Hitgehen verfügen. Die Songs klingen so lebensnah und eingängig, als wären sie schon immer da gewesen, und gleichzeitig so frisch und jung, als man nicht glauben kann, dass ihr Schöpfer schon annähernd 40 Jahre Erfahrung als Songschreiber und Sänger vorzuweisen hat. Als Weihnachtsbonbon zeigen wir ihm zwei komplette Titel live aus Sandersdorf. Wir wünschen gute Unterhaltung. In der Hütte, und das darf ich noch sagen, wer dann ein Kärtchen hat oder eine CD hat, dann schleunigst hier, das geht ja gar nicht, ich will hier durchkommen, wir kriegen das schon hin. Und vielen, vielen Dank, ihr wart wirklich lieb zu mir, ich bedanke mich, einen tollen Applaus, ich komme wieder, ciao! Ich hab die Sterne von Rio gesehen, Sonne von Gabriel. Ich küsse die Mädchen in Obertin, Abschied für jedes Mal schwer. Aber Frau König, sie ruft mich ein, ein Vagabund kann mich geben zu zweien. Adios zum Abschied, schenk ein, jetzt brauch ich euch. Cheers!
ich komm schon wieder. Sing meine Lieder. Sein. Ich trink noch die Liebe, das muss ich rein. Frag mich, was wird morgen sein? So jung wie heute sehen wir uns die Hülle. Schon bald sind wir wieder allein. Nur noch ein Gläschen, dann wird Schluss gemacht. Wir haben geliebt, wir haben gelacht. Zum Abschied heute Nacht. Jetzt ganz anders los. Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na. Ich komm bald wieder. Sing meine Lieder. Das wird wieder sein. Wollt ihr mal alleine? Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na. Ich komm gleich wieder. Grandios! Sing meine Lieder. Ich wünsche allen Menschen, die jetzt zuschauen, natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und vor allen Dingen bleibt gesund.